Und weiter geht's hier bei Minecraft. So, letztes Mal musste ich ja unterbrechen. Mir ist die Platte vollgelaufen und naja, passiert halt, ne? Wir haben ja hier weitergemacht. Die Frage ist, was machen wir denn heute? So, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Wie viel Platz haben wir denn noch? Bring erstmal ein bisschen was rüber in unsere Bude. Ah, lass mich durch. Hier müssen wir uns auch noch einen Weg machen. Sagen wir, suchen uns jetzt wirklich mal eine Höhle und gucken, wir brauchen noch Rohstoffe, 30 Kies, hier aber noch 64, die Erde können wir da rein, Erde haben wir genug, okay, die Kiste ist schon mal voll, wir müssen uns noch ein paar Kisten machen, also Kisten, komm, ich schmeiß das jetzt einfach mal da rein, können wir ja nachher sortieren, hier. 32 Kohle nehme ich mit. Die Steine lasse ich da. Das Glas lasse ich da. Eine Schaufel nehme ich mit. Die können wir auch da lassen. Die 12 Holz nehmen wir mit. Das Eisen nehmen wir 16 mal mit. So, die Schaufel. 32 Erde. Die Fackeln. So, dann machen wir uns jetzt hier mal auf den Weg, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob wir jetzt eine echte Höhle finden. Das da letzte Mal, wo wir ja drin waren, war ja eher die Schlucht und ich hoffe nur, dass wir den Weg wieder herfinden. So, mal gucken. Hier ist nix. Auf zur Höhle. So, ich mache hier jetzt mal ein Erdklötzchen hin. Dann hier so ein Ding drauf. So, dann finden wir auf jeden Fall. So als Wegmarkierung, dass wir wissen, okay, wir müssen da lang, dann hier noch eins hin, dahin, oh, zwei Fackeln dran. Es ist halt ein bisschen doof, dass der Kompass nicht nach Hause zeigt, sondern nur dahin, wo man gespawnt ist. Oh, da ist Lava, Vorsicht. Hallo, danke. Ist hier eine Höhle? Nee, hier geht es noch runter, aber hier könnte eine Höhle sein. Oh, hallo? Bin ich auf einfach? Ja. Okay, hier ist nix. Da ist ein bisschen Kohle. Jetzt habe ich mich schon gefreut, eine Höhle gefunden zu haben, aber Höhlen sind auf der Map irgendwie rar. Da ist auch nix. Die Kohle können wir uns mitnehmen. Wir immer gebrauchen. So, komm weg mit dir, du Erde. Weiche von mir, du böse Erde. So, letzte Folge haben wir ja über den Himmel und so geredet. So, jetzt will ich über in die Hölle, Höhle. Natürlich in die Höhle, nicht in die Hölle. Hallo, du Schweinchen. Oh, Mist, wir hätten... Oh, shit. Wir hätten Essen mitnehmen sollen. Verdammt. Haben wir denn nicht noch ein Brot? Nee. Hier könnte eine Höhle sein. Okay, das sieht schon mal gut aus. Auf jeden Fall eine Menge Kohle, Eisen. Hallo. Hallo. Vier Fackeln haben wir noch. Das war's mit der Höhle. Super. Wenigstens kriegen wir ein bisschen Rohstoffe. So. Wir haben gerade mal einen Hühner. Hier einen Hühnerschenkel. Na super. Brauchen noch eine Workbench. Ach, ich bin auch so doof. So. Na, jetzt. Ich hätte mir noch eine Spitzhacke mitnehmen sollen. So, zack, zack. Und. Ich nehme dich mit. Bist mein Freund in dieser einsamen Welt. So ganz alleine, ohne Menschen, irgendwo gestrandet. Wenn man da, es gibt ja generell Menschen, die auch wenn sie unter Gesellschaft sind, generell nie reden. Scheiße, wo geht's denn hier lang? Okay, da ist nix.
shit. Wir brauchen Fackeln. Na, machen wir jetzt mal hier ein paar. Oh shit, jetzt haben wir die ganzen Stickies verbraten. Ich bin auch so hohl. Hallo. Es wundert mich, dass hier keine Zombies sind. Was sind. Oh! Scheiß Fledermaus. Nein, lass mich, ich hab nichts zu essen, aber ich werde sterben. Ich werde sterben. Stirb, du Penner. Blöde Fledermaus, du hast mich erschreckt. Wo waren das jetzt, wo wir hier runtergekommen sind? Und, wenn man dann wirklich mal so 6, 7, 8 Jahre auf so einer Insel verbringt, ohne einen Mensch, ohne dass man mit jemandem reden kann, ob man dann irgendwie das Reden verlernt. Weil wenn man nicht redet, irgendwann, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt mal 6, 7, 8 Jahre nichts, wirklich keinen Ton mehr reden würde, weil ich niemanden hätte zum Reden, ob man das dann vielleicht wirklich verlernen würde. Oh, da oben ist eine Spinne. Mist, es ist dunkel geworden. Wir haben kein Bett dabei. Verpiss dich, Spinne. Verpiss dich. Au. Scheiße. Oh. Oh oh. Oh oh. Fuck you. Schnell zubauen hier. Da ist ja der kleine Penner. Oh shit, wir haben ein Problem. Wir haben nichts mehr zu essen dabei. Ich habe ein Schweinchen quieken hören. Und, ja. Und es dann verlernen würde, ich weiß es nicht. Hey, komm mal her, du Penner. Nein. Du Arschloch, Mann. Scheiße. Warum nun? Da ist ein Skelett. Wow. What the hell? Verpiss dich, Junge. Scheiße, wir können immer sprinten. Und Schwein. Stirb, gib mir dein Schnitzel. Fuck, wir haben jetzt ein dickes Problem. Wir müssen was essen. Scheiße. Oh, ich will nicht sterben. Scheiß Creeper. Jetzt müssen wir echt vorsichtig sein. Was war denn hier? War das hier die Höhle? Was ist denn das hier? Scheiße, wir können uns doch nicht hier einbuddeln und die Nacht ausharren. Fuck. Hier war die Höhle. Wo ist jetzt dieser verkackte Creeper? Uah! Da ist er. Was ein Penner, wie er sich da hinterm Baum versteckt. Hey, fuck you. Ganz ehrlich, ich buddel mich jetzt hier ein und hoffe, dass das Essen, was wir jetzt gefunden haben, reicht. So. Blöd, Mann. Brauchen wir Steine. Wir haben noch 9 Cobblestones, die müssten reichen. Ja, die reichen auch noch genau. Den Ofen dahin. Ein bisschen Kohle rein hier. Erstmal hier das Schnitzel braten. Scheiße, ich habe da jetzt echt nicht dran gedacht, Essen mitzunehmen. Müssen wir uns noch ein bisschen was zu essen besorgen. Ein paar Schweine schlachten. So, wenigstens gibt es hier noch einigermaßen Rohstoffe. Oder einigermaßen ist gut. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Rohstoffe. Eine Menge Kohle auf jeden Fall. So. Das Problem ist, wenn wir nicht essen, verhungern wir. Dann verlieren wir Leben. So, das ist fertig. Machen wir uns das hier noch rein. Na, es hat wenigstens ein bisschen was gebracht jetzt. Wird's hell? Bitte sag mir, dass es Tag wird. Scheiße, ist immer noch dunkel. Na, fertig. Okay, dann können wir das Eisen auch gleich einschmelzen. So, wenigstens wieder ein bisschen was hinter den Kiemen. Geht's hier lang?